ist und Mama ist ja da. Erst Corona, dann Erkältungswellen, Medikamentennotstand, zu wenig Fachkräfte. Viele Kinderarztpraxen sind überfordert. Auch in Münster ist die Belastungsgrenze erreicht. Die heutige Infektionssprechstunde rappelvoll. Sie nehmen Platz und wir warten auf Bescheinigung von Krankenkasse. Weil Karte funktioniert nicht. Suchen Sie sich noch ein freies Plätzchen. Im Moment wird es auf jeden Fall leider noch dauern, ja? Cole, hallo? Einmal bitte das Geburtsdatum. Cole, hallo, einen ganz kleinen Augenblick bitte. Wie oft kriege ich jetzt das Telefon? Gefühlt minütlich. Es ist eine Katastrophe. Es sind unglaublich viele Kinder gerade krank. Es ist einfach extrem schwierig, gerade allen gerecht zu werden. Wollen wir gerne, schaffen wir einfach nicht. Es ist am Limit gerade wieder. Keine Atempause auch für Kinderärztin Nike Strobelt. Ja, wir haben mehrere Zimmer hier, die nach Farben sortiert sind. Und im Prinzip in der Infektsprechstunde rotiere ich eigentlich von einem Zimmer zum nächsten. Die werden immer neu besetzt und ich gehe von Zimmer zu Zimmer. So, hallo. Oh, ganze Familie da. Hallo. Macht ihr wieder einen kleinen Ausflug hierher? Ja. Ja? Okay, sind denn alle krank? Die drei sind krank. Und er nicht? Er nicht. Oh, hey. Gott sei Dank. Okay, was habt ihr denn alle? Die haben alle dasselbe. Husten, Schnupfen, Fieber auch? Nein, Fieber noch nicht. Deutschlands Familien haben harte Jahre hinter sich. Homeschooling, auf Dauer für alle eine Überforderung. Malika verlor in der Schule den Anschluss, muss die Klasse jetzt wiederholen. Damit geht der Ausnahmezustand in die Verlängerung. Da die sowieso in der Schule damals gefehlt hatten, viel wegen Corona haben die viel verpasst. Und so, die werden jedes Mal so schnell krank, wieder schnell zum Arzt. Und natürlich, das ist anstrengend, aber was soll man machen? So ist das Leben, jeden Winter immer so. Viele Kinder sind sitzen geblieben, auch deswegen. Auch dieses Zuhause mit diesem Tablet lernen, das war gar nichts. Also, das war eigentlich umsonst. Ich habe alles verpasst und so. Und ich konnte auch gar nicht richtig mitkommen, weil wo ich dann wieder gekommen bin, da war alles anders. Alle hatten andere Sachen, Aufgaben und sowas. Und das hat sich verändert, wo ich wieder da war und alle haben was gewusst, was die machen mussten und ich nicht. Geschichten wie die von Malika hört die Ärztin beinahe jeden Tag. Sie sieht die Politiker in der Verantwortung. Da muss viel wieder gut gemacht werden. Ich denke, dass die Kinder und die Jugendlichen und vor allem die jungen Familien die absolut Leidtragenden der ganzen Pandemie sind, aber auch die Leidtragenden einer Politik, die seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich keinen Wert auf die Entwicklung und die Förderung von Kindern und Jugendlichen legt. Ja, Kinder kommen immer zu kurz, die mussten während der gesamten Corona-Pandemie immer zurückstecken. Mit Folgen, die jetzt in den Arztpraxen zu sehen sind. So wie bei Hope, der nächsten kleinen Patientin. Bei ihrer Vorsorgeuntersuchung sollen heute Motorik, Sehen, Hören und Sprechen getestet werden. Obwohl Hope im Sommer 5 Jahre alt wird, kann sie kaum kommunizieren. Was ist das? Ein Toto. Was ist das? Ein Hase? Ja? Guck mal, wir machen mal den anderen Test. Guck mal, wo zeigen die hin? Zeigen die nach oben oder nach unten? Zeig mal. Super, gut, okay. Gerade bei Kindern, die jetzt zum Beispiel auch Deutsch noch nicht gut können, ja, und dann die Begriffe einfach nicht wissen, dann weiß man ja nicht so genau, können die jetzt die Wörter einfach nicht oder sehen sie es nicht. Und dann ist das manchmal ganz hilfreich, ne, dass sie dann einfach nur zeigen müssen. Hope redet in einer Fantasiesprache, die nur ihre Mutter versteht. Die Engländerin erzieht ihre Kinder zweisprachig. Wie heißt dein Bruder? Gaga. Ja, das ist Logan. Logan heißt Gaga schon sehr klein aus und Finley ist Gaga. Ist so, als Mama weiß ich, was sie meint, aber ihr wird jetzt sagen, was für ein Name hat, ne, aber das ist ihr eigene Sprache, dass sie mit klarkam. Es ist ein Kampf, ein schweren Kampf. Ich als Mama verstehe alles schon seit klein aus, aber da sind auch manche Weise, wo ich denke, aha, ja, okay. Und einfach Kopf so ja, ja sagen und du hast gar kein Wort verstanden. Was ist das für ein Gefühl?
Das bringt Tränen zu den Augen. Nicht vor Hope, weil man will ja nicht, dass Hope denkt, dass sie was Falsches macht, weil sie kann ja nichts dafür. Aber als Elternteil, man sitzt echt abends und denkt, was kann ich machen, was habe ich falsch gemacht, was ne, in Corona-Zeit hätte ich mehr mit ihr üben sollen. Oder man hat schon viel gemacht, aber mit zwei anderen Kindern zu Hause war es schon schwer. Das Mädchen ist ein Extrem, aber kein Einzelfall. Viele Kinder schneiden bei den Routine-Checks immer schlechter ab. Die größten Schwierigkeiten liegen aktuell vor allem oft in der Grob- und Feinmotorik. So Sachen wie Schneiden mit einer Schere oder Stifthaltung, das sind so Dinge, die etwas problematisch sind. Und das liegt natürlich vor allem daran, dass während der Corona-Pandemie dann auch wirklich viel Kita-Besuch auch ausgefallen ist. Viele Kinder auch ständig krank waren, ja, aber insgesamt auch an der fehlenden Förderung in den Kitas, weil einfach so ein absoluter Personalmangel ständig da ist. Und ich habe hier auch ganz viele Kinder, die tatsächlich gar keinen Kita-Platz haben, auch im Vorschulalter. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Und was kannst du denn... Kannst du mir mal ein Bild zeigen und sagen, was das ist? Erzähl mal, was siehst du? Weißt du, was das ist? Pure. Ist nicht schlimm. Welches Bild kannst du sagen? Wauwau. Ein Wauwau, genau, richtig, super. Dann zeig mir mal, wo ist die Blume? Wo ist die Blume? Da, super. Man merkt ganz klar, Verständnis ist absolut da. Sie kennt auch die Begriffe. Ihr fällt es nur extrem schwer, sie zu benennen und selber auszusprechen. Auch andere Fachärzte konnten die genaue Ursache für Hopes verzögerte Sprachentwicklung bislang nicht rausfinden. Bis zu 100 kleine Patienten behandelt Nike Strobelt pro Tag. Ein Mammutjob, der kaum noch zu schaffen ist. Man geht oft nach Hause und denkt, oh, wieder irgendwie nur die Hälfte geschafft von dem, was man eigentlich machen wollte. Bleibt wenig Zeit wirklich, um mal Probleme auch zu besprechen. Man arbeitet eigentlich immer nur noch so auf letzten Loch. Und dadurch ist es natürlich extrem anstrengend. Anstrengend ist auch der Alltag von Hopes Mutter. Sie ist alleinerziehend, hat 3 Kinder, 3 Sorgenkinder. Die Herausforderung mit 3 Kinder ist, dass es echt stressig ist. Logan ist jetzt neu diagnostiziert mit ADHS. Der hat auch seine eigene Willpower und Routine. Hope hat mit der Sprache, da muss ich echt konzentrieren, was sie von mir gerade will, was sie mir erzählen will, wo sie hin möchte. Und bei Finn ist das, der spricht noch nicht ganz klar, dass ich auch noch von der Leine rausfinden muss, was will er jetzt von mir, was möchte er. Termine überall für Logo, Kita, Arzttermine. Es ist echt viel zu tun und dann ohne Auto, dann ist man nur auf Bus verbunden, dass man echt alles schafft und noch Happy Mama jeden Tag ist, wenn man die von der Kita wieder abholt. Eigentlich soll Hope im Sommer in die Vorschule kommen, doch das würde sie vermutlich überfordern. Ihre Eltern wollen nun erreichen, dass sie noch ein Jahr länger in der Kita bleiben kann. Zu Hause hilft Hope, ein sogenannter Talker, dabei die richtigen Worte zu finden. Finley. Wo möchtest du gleich hin? Tee. Was möchtest du machen? Wird das vielleicht draußen sein? Spielplatz. Ja, du möchtest auf den Spielplatz? Mit Finley? Ja. Ja, und wem noch? Laura. Ja, dann sag Mama, mit wem möchtest du auf den Spielplatz? Mama. Mama und? Logan. Logan. Und was hast du heute in der Kita gegessen? Kannst du Mama das zeigen? Hast du heute Reis gehabt? Ja. Ja, Reis? Ja, Mama, Tee. Erdbeere. Oh, habt ihr Erdbeeren gegessen? Nein. Nein, du möchtest Erdbeeren zur Kita. Mama soll Erdbeeren kaufen. Ja. Jetzt erzählt sie mir nach der Kita, weil normale Eltern können ihre Kinder fragen, was hast du heute gegessen? Was habt ihr heute gemacht? Hope kann mir das gar nicht sagen. Und mit dem Gerät kann sie mir alles aufzeichnen, was sie heute gemacht hat. Dass ich auch einen Tagesablauf habe, wie die Kälte abgelaufen ist und muss nicht immer die Erzieher 1000 Fragen stellen. Ach, da ist der Logan. Was ist? Hi, sagst du Hi? Hi!
Sorgen um die Entwicklung ihrer Tochter, dazu der ganz normale Alltagswahnsinn. Manchmal ist das alles zu viel. Das kennt auch Sohn Logan. Wann merkst du, dass Mama richtig genervt ist? Dann gehst du in dein Zimmer und dann machst du deine Tür zu und dann heulst du manchmal. Und ich muss dann auf die zwei noch passen. Ja, wo ich meine 5 Minuten, ne? Dann sitzt du jetzt hier und guckst, dass die eben hier in Ordnung sind, dass Mama sich eben wieder zusammenreißen kann, ne? Und ständig gibt es neue Probleme. Gestiegene Lebensmittelkosten, unerwartet hohe Strom- und Gaspreise. Die dreifache Mutter muss auf jeden Cent achten. So wie immer mehr Alleinerziehende in Deutschland. Über 40% sind mittlerweile armutsgefährdet. Mit den gestiegenen Kosten im Moment ist merkbar, ich benutze nur noch die Heißluftfritteuse zum Kochen, weil Backofen ist viel zu teuer. Ich hatte letztes Jahr eine unangenehme Situation, wo die meinen Strom ausgestellt haben, weil ich eine offene Rechnung hatte. Ich musste gucken, dass ich über 500 Euro zusammenkriege wegen die Aufschließgebühren, dass ich erstmal wieder kochen konnte. Ich fühlte mich wie ein Mama schlecht. Ich habe so geheult am Telefon, dass ich nicht wusste, wo soll ich jetzt das Geld herholen. Die Kinder, wir saßen hier im Dunkeln. Es war November-Dezember-Zeit. Ja, ohne, wird um 4 Uhr dunkeln. Überall Kerzen an, aber dann ist trotzdem ja dunkel und du kannst versuch, drei kleine Kinder zu erklären. Du kannst kein Fernsehen, du kannst keine Tonybox. Ist nicht fair. Es war echt, echt hart. Von ihrem Mann Liam hat sie sich vor 6 Jahren getrennt. Trotzdem hilft er ihr, wo er kann. Beide wünschen sie sich, dass alles ein bisschen leichter wird. Mehr nicht. In die Zukunft hoffe ich, dass Geld so läuft, wie, dass es ein bisschen besser wird und dass die Preise im normalen Läden auch wieder runtergehen, dass man auch wieder einkaufen kann und dass wir für uns als Familie einfach wieder eine Freiheit haben und den Leben genießen.